Ja, ihr Lüdchen, mein Freund, herzlich willkommen hier bei Sehanda und hier bei Schöne Gamer TV und hier bei Elpidio Meyers. Ja, bei drei Namen, wichtigen Namen, die in Zukunft euch begleiten werden. Und zwar Elpidio Meyers begleitet euch schon seit 3 Jahren, Charity Gamer TV seit gestern und Sehanda natürlich auch schon eine Ewigkeit. Auch schon seit 3 Jahren, genau. So, aber wir switchen um und zwar von Elpidio Meyers rüber auf Charity Gamer TV und es wurde eben wieder geschrien, mach die Hand, mach die Hand, mach die Hand. Aber wegen bei 5000 Abonnenten, wegen 20 Aufrufen, die Hand machen, ist natürlich immer die Frage. Deswegen kommt es jetzt auf Charity Gamer TV, weil dort habe ich noch nicht viele Abonnenten und da ist es dann egal, wie viele Leute das schauen. So, Entschuldigung, so, wie ist das Ganze geplant? Es gibt ja viele Missionen. Ich habe da schon mal angefangen, die Missionen zu machen in Sehanda und Stück für Stück. Und dann habe ich aber immer mal, weil es einfach von der Zeit gepasst hat, habe ich halt dann noch eine zweite Mission mit reinbaut. Und das ist dann doch ein bisschen unübersichtlich geworden. Und deswegen machen wir jetzt hier das richtig. Wenn es nur ein 5-Minuten-Video wird, dann wird es nur ein 5-Minuten-Video. Aber die Mission ist darin. Und wir fangen an mit der Mission, verfolgen Sie die Spuren eines Maultierhirsches. Sie müssen 3 Spuren eines Maultierhirsches suchen. Und wir werden natürlich versuchen am Schluss, das Tier dann auch zu schießen. So, dann nächster Punkt. Ich habe mir dafür, genau für dieses Projekt, einen eigenen Spielstand angelegt. Also ich habe mir nochmal einen zweiten Account angelegt. Ihr könnt mich unter CharityGamerTV adden bei Sehanda. Und ja, dann ist es nämlich so, dass wir da noch viel mehr Möglichkeiten haben. Die 300er haben wir hier. Ich weiß es nicht, welche noch. Ach, schön. Ah, nee, die brauchen wir ja nicht. Die hier brauchen wir nicht. Wir werden mal den Bogen noch mitnehmen. Da habe ich zwar noch nie richtig was gemacht damit. Ach, da haben wir gar keine Zielhilfe noch nicht. Also, ihr habt noch so gut wie fast gar nichts. Also, wir müssen da wirklich noch gucken. Ups, hey. Komm rein damit. Ach nee, mir fehlt das Ding auch noch. Eieieiei. Das Holster. Okay, und klamottenmäßig habe ich auch noch nicht viel. Okay, da muss man dann gucken, dass wir das Stück für Stück hinkriegen. Also das muss man Stück für Stück dann noch besorgen. Gut, so. Dann laden wir mal unsere Waffe, die 243er. Die hat jeder standardmäßig in Sehanda. Im normalen Spiel genauso wie im da haben wir auch noch nichts. Also im normalen Spiel und im in der Demo. Jetzt kann ich das auch nicht mitnehmen oder was? Den Follower braucht man nicht. Der ist nur Schwachsinn. Also dann nehme ich nämlich lieber. Ich habe die ganze Caller auch nicht. Ah doch! Den haben wir. Cool. Dann kann der weg. Wo kommst du da hin? So. Gut. Da ist ja einiges dabei in der letzten Version gewesen von, was es da gab. Gut. So, dann wollen wir mal schauen, dass wir da ein bisschen vorwärts kommen. Einfach mal gucken, was so passiert. So. Also wie gesagt, ich habe die hier, dann einen Bogen. Schauen wir, vielleicht können wir auch mit dem Bogen mal schießen. Habe ich noch nie richtig getan. Ab und zu, ihr wisst ja, wer meine Videos kennt, der weiß, ab und zu hat das mal probiert. Naja. So. Wieso sind Missionen wichtig bei Sehanda? Ganz einfach. Damit kann man GMs verdienen, also Belohnung. Und mit denen kann man sich wieder Sachen kaufen. Zum Beispiel, es gibt eine Waffe für GMs. Es gibt eine einzige Waffe gibt. Muss ich schauen nach der Bezeichnung fürs nächste Mal. Dann gibt es einmal kann man sich dann die Geruchsreduzierer kaufen, was sehr wichtig ist. Also meiner Meinung nach, man kann sich glaube ich auch die ganzen Urinblockstoffe besorgen. Also es sind halt auch Sachen, die was total wichtig sind. So, die Videos werden immer so um die 15 Minuten. Und ich nehme euch komplett mit, von Anfang bis zum Ende. Das heißt, wenn wir mal nichts haben, nichts schießen, dann ist es halt so. Mein Gott,
Der geht ja auch nicht los und findet sofort was. Genauso wie ein Angler. Der geht auch nicht halt fischen und kommt am Abend voll fast zurück. Aber ich denke mal, wir müssten das eigentlich schon reinkriegen können. Eigentlich jetzt am Anfang ein bisschen schneller laufen. Also da, warum habe ich jetzt so viel Waffen drin? Ganz einfach, ich habe die neue Version, DVD-Version, was es da gibt, die 2016er, glaube ich, ist das, mit der neuen Map jetzt, habe ich da jetzt rausgesucht und ja, besser genommen und habe mir den Account angelegt und deswegen habe ich da jetzt die ganzen Waffen drin. Die hat man normalerweise nicht, also als Free Play hat man die nicht. Da hatten wir jetzt die 243er. Und das war's glaube ich auch schon. Ich glaube, mehr hat man gar nicht. Ich glaube, einen Revolver hat man noch. Da müsste ich jetzt lügen, da müsste ich jetzt echt lügen. Da müsste einfach mal gucken. Also es gibt eine Free-to-Play-Version, da kann man in diesem Gebiet, wo jetzt ich hier bin, jagen, aber nur den Hasen und den Maultierhirschen. Also mehr geht da dann auch nicht. Wobei wir jetzt überhaupt nichts dabei haben, wo man den Hasen schießen könnte. Doch mit dem Bogen. Also bei dem Snake Bite geht es ja eigentlich noch, weil der hat ja das Punkt. Der hat das eine hier. Das Auto. So, warum soll das jetzt? So. Hä? Hallo? Ja. Einen umsonst verschossen. Naja. Ja, jetzt brauchen wir erstmal die drei Spuren. Das heißt, wir haben jetzt in dieser Folge sind wir relativ schnell fertig. Ja, da laufen jetzt nochmal ein bisschen schneller, ich weiß ungefähr, wo man welche findet. Also normal sollte man nicht rennen, aber ich möchte euch das jetzt eigentlich nur zeigen. Obwohl, ich renne dann auch nicht. Dann dauert es halt zwei Folgen, was soll's. Bis wir die drei Spuren haben. Also wir haben Glück und schießen auch gleich den ersten Hirschen noch ab. Bevorzugt werden natürlich männliche Tiere. Ich werde jetzt erstmal, da haben wir jetzt mal zum Beispiel einen Call vom Maultierhirschen. So, und da ja wir die Spuren haben wollen, können wir jetzt Folgendes machen. Wir können den jetzt locken mit unserem Caller. So, dann schauen wir mal. Weil da gibt es jetzt zum Beispiel einen Trick, wenn man jetzt das zieht, also was habe ich jetzt eigentlich für Fernglas? Das hier, da sieht man keine Entfernung und so. Ja, aber es geht trotzdem. Ist trotzdem nicht schlecht. Eigentlich muss ich die ganze Sache noch besorgen. Aber ich weiß nicht, inwieweit dass ich das mache, weil das alles halt EMs kostet und die muss ich natürlich auch erstmal immer leisten können. Aber mir war wichtig für diesen neuen Kanal Charity Gamer TV auch neu den Sehandler zu haben, weil es einfach gut ist, einfach euch noch zu zeigen, wie man von Anfang an nach oben kommt, wie das Ganze funktioniert und dass das Spiel doch recht Spaß macht. Gerade im Multiplayer macht es auch sehr viel Spaß. So, wo ist jetzt der? Laufen wir noch ein bisschen vor. Also wir sind auch sehr, wir haben auch noch gar keinerlei Klamotten, wo uns irgendwie helfen, da besser voranzukommen. Das Einzige, was es gerade für 0 EMs gibt, sind die Klamotten von, die Klamotten für die Wintermap. So, dann gehen wir noch ein bisschen vor. Und dann schauen wir mal hinter den Stein. Ich möchte jetzt Folgendes machen. Ich möchte jetzt das Tier legen und dann den seine Spuren rückverfolgen. Und dann hat man nämlich die Mission fertig. Ja, es sind so kleine Tricks. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so machen sollte. Aber mein Gott, wenn man ewig lang sucht und nichts findet, dann sollte man es vielleicht so machen. Schwarzi, gibst du Ruhe? Wir haben jetzt auch keinerlei, doch Zielhilfe haben wir.
Aber jetzt müssen wir erstmal warten, wo das Tier kommt. Also ich habe mit der Waffe auch noch keinen Schuss abgegeben. Seht ihr jetzt anhand des kleinen Erfolgs, was ich da bekomme. Ja, ich glaube, Leute, ich kriege eine kleine Erkältung. Meine Nase wird zu. Das meine ich. Ah, jetzt ist schon da. Ist ganz ungewohnt, wenn man Tasten drückt, die was noch gar nicht vorhanden sind. Also das Spiel ist ab 12, deswegen ist es hier reingekommen in Charity Gamer TV, denn es kommen ja hier nur Spiele rein, die jugend- und kinderfreundlich sind, bis zum Lebensjahr von 16 und alles andere landet bei LP John Myers. Außer wir sind mal ein bisschen ausschweifend in irgendeinem Multiplay, dann landen die auch bei John Myers. Ja, nehmen. Und ja, sie haben jetzt ab 12 Jahren und deswegen ist es hier mit drin. Nee, den Bogen wurde ja gar nicht. So, jetzt auch wissen. So, bloß war jetzt auf Flucht oder was? Nein, da ist es auf Flucht. Ah, aber ist ja egal, jetzt können wir zumindest unsere drei Spuren holen. Und dann sind wir hier fertig für diese Folge. Haha, danke! So, jetzt schauen wir mal. Da ist die erste. So, dann schauen wir mal, wo der jetzt überall hin ist. Haben wir jetzt in der ersten Folge nichts geschossen. Ist ja auch nicht weiter tragisch. Da ist die nächste Spur. Ja, das Problem ist, ich habe halt noch nicht die richtigen Klamotten an und so weiter und so fort. Ah, kommt Mission, Tracker, mit dir complete. Ich glaube, ich dachte, ich muss drei Spuren folgen. Und nicht nur zwei. Na, machen wir vorsichtshalber noch die mit den. Ah, nee, das ist ein neues Tier. Entschuldigung. Na, wenn der sagt, die ist komplett, dann können wir hier cutten und sagen, okay, wir sind fertig. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und wir haben 100 GMs verdient. Also diese Mission hat jetzt 100 GMs gebracht. Gut, jo, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Obwohl, ich nehme jetzt die hier noch mit. Dass ich sie auch wirklich 100% sicher habe. So, also wie gesagt, wir machen jetzt erstmal die ganzen Missionen hier von dem Maulthirsch. Die schauen wir, vielleicht habe ich noch irgendwie ein bisschen Kohle diesen Monat übrig, dann kann ich noch ein paar Sachen holen. Und mal gucken, ja, dann kann ich mich noch ein paar EMs kaufen und mir da ein paar Sachen holen, dann kann ich euch die Sachen auch besser zeigen. Ja, auf alle Fälle vielen Dank jetzt erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns mal wieder beim nächsten Mal. Bis dann.